Willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Wir machen weiter. Erstmal möchte ich mich für die tolle Resonanz bedanken. Das Projekt ist eigentlich relativ gut angekommen. Die ersten 5 Folgen. Und ja, wir machen weiter. Habe ich hier das Fahrrad drinne? Natürlich! Ich finde es aber toll, dass das Fahrrad noch nicht geklaut wurde. Ja, okay, aus der Garage klauen ist auch ein bisschen schlecht. Heute in der Folge möchte ich erstmal kurz nochmal Kondition skillen. Ich habe da nämlich von einem Kollegen einen Tipp bekommen, den ich jetzt ausprobieren möchte. Mal ein bisschen weiter von der Tastatur weggehen. Nicht, dass ihr hier die ganze Zeit das Geklacker hört. Dazwischen ist noch ein Graffiti. Das könnte ich jetzt mal by the way auch holen. Ja, das mache ich auch mal eben. Irgendwo hier müsste das sein. Da ist es. Sieht man so gut. So. Wie gesagt, vielleicht hole ich mir im Laufe des Let's Plays oder am Ende des Let's Plays mal eine Karte und sammle die alle. Ich glaub's nicht. Ich sag immer vielleicht, 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 aber im Endeffekt mache ich es hinterher auch nicht. So, Kondition. Jetzt bin ich mal gespannt. So. Er sagte nämlich, ich sollte sofort ganz hoch gehen. Weil dadurch würde die Kondition schneller geskillt werden. Ne, weiter geht's nicht. Sauber. Jetzt wird geradelt. Ich wollte das ja immer so realistisch machen, dass man erst langsam anfängt, aber wenn er meint, das geht so schneller, das will ich jetzt echt ausprobieren. Ich glaube, wir machen auch jetzt hier erstmal nur Kondition. Heißt, ich gehe jetzt hier sofort ans Limit. Kondition verbessert. Du kannst jetzt länger sprinten, schwimmen und Radfahren. Sauber. Komm, 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 komm. Ich glaube, wollen wir gleich mal probieren, ob wir den hier Trainingsmongo da schon kaputt schlagen können. Wir machen jetzt auch maximal nur bis, ja, doch 10.000 versuche ich mal. Ist zwar dann wieder ein bisschen lang, aber wie ich gesagt habe, umso schneller wir das machen, desto weniger Probleme haben wir beim Rennen. So. Ja, Kondition geht nicht so schnell wie Muskeln, glaube ich. So, die Hälfte haben wir gleich schon mal. Wie gesagt, bei 10.000 würde ich dann auch erst Schluss machen. Und dann vielleicht auch ein bisschen Muckis trainieren. Je nachdem, wie das Limit das dann zulässt. Button Smashing pur. Boah, muss man nur einmal kurz ein bisschen langsamer drücken, sofort geht das runter. Und ich glaube, gleich probieren wir nochmal OG Look. Was wir in der letzten Folge durch diesen lustigen Bug nicht vollenden konnten. Ach, ich habe ja gar keine Waffen. Verdammt, wir müssen nochmal in die Grove Street gleich zurück. Ein paar Waffen holen. Auf jeden Fall eine Pistole. Ne, aber die OG-Look-Mission versuche ich in dieser Folge auf jeden Fall noch. Und wenn die Folge dann halt ein bisschen Überlänge hat, dann hat sie das halt. Sauber! Zwei Etagen, also zwei Konditionsetappen haben wir auf jeden Fall schon geschafft heute. Ganz die Hälfte ist es noch nicht. So. 8.500 haben wir gleich schon.
So, und damit sind die 9000 schon mal geschafft. Wie gesagt, bis 10.000 und dann werden erst nochmal Muckis trainiert. Bis zum Limit. Das war's dann jetzt erstmal damit. Jetzt werden die erstmal. Oh, witzig. Ich vergesse mal, dass man die Eingabetaste nicht drücken darf. Sauber, danke. Das war ja mal ein geiles Limit. Na, Kollege, Bock zu Yo, kämpfen? you wanna learn some new moves? Natürlich. Oh. Get out from my. Mit dem Uncut-Patch ist das geil, dann kann man richtig noch schön auf den eintreten, aber das machen wir nicht. Wir boxen den einfach hier um die vier Ecken. Irgendwann fällt er schon um. Ich hätte mir einen Schlagring vorher holen sollen. Dann geht das schneller. Also hätten wir den dann auch schon mal erledigt. Ja, guck mal, auf Orange ist er schon. Hey, watch Oh, das erste Mal ist er umgefallen. Yo, pay attention and you might learn something. Attacke aus dem Lauf. Yo, charge in and batter your opponent. Combo-Attacke. Never give your opponent time to recover. Aha. Okay. Danke, Mann. Ja, doch, ich komme auf jeden Fall nochmal zurück, um Kondition bzw. Muskeln zu trainieren. Und mein Fahrrad ist immer noch da. Oh, ich mag dieses Viertel. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Fahrräder hier immer stehen blieben. Immer. Also zum großen Teil wurden sie geklaut. Hier wohnt irgendwann unsere erste Freundin, das weiß ich noch. Ah, ich hab gespoilert. So. Oh, Sweet hat seine Karre da stehen. Sauber, dann nehmen wir die. Ja, toll. Ich hab dieselbe hier in der Garage. Macht ja viel Sinn. Way, Glitch. So, jetzt holen wir uns hier erst nochmal die Knarre. Und dann nochmal die, Uzi da auf dem Dach. So. Verdammt. Wo ging das denn nochmal? Irgendwo konnte man doch hier. Nee. Verdammt, warum? Wie ging das denn gerade nochmal? Irgendwie ging das. Egal, die Uzi kriegen wir, glaube ich, auch so. Also wir kriegen auf jeden Fall eine Maschinenpistole. Hä? Warum habe ich eine? Warum habe ich eine? Oh, ich habe gar nicht nachgeguckt, ob ich eine hatte. Bah. Ja, das ist natürlich bitter. Das ist natürlich bitter. Und ich habe jetzt wieder nicht gespeichert. Heißt, wenn ich jetzt wieder verkacke, sind die ganzen. Also sind entweder die Waffen wieder weg. Oder meine Werte, die ich mir gerade antrainiert habe. Aber Shit off, das können wir jetzt zum Glück überspringen. So, Fahrt überspringen. Good to hang with you, brother. I'm sorry, I get a little tense. Wie kann ich das machen, Fahrt überspringen? Hey, it ain't Jeffrey no more. It's OG Loke. OG Loke. Oh yeah, he's a real gangster now. I see. And what do you do? Anything he can get thrown in jail for his career. In the right. Ja, wie kann ich die Fahrt überspringen? Joyriding, parking fines or some other Ach so. Später am gleichen Tag, geil. Man, this is the spot. Act this Vago. Das ist ja genial. Seit wann gibt's die Funktion?
Mal ganz ehrlich, seit wann gibt's diese Funktion? Okay, ich habe Version 2.0. Es kann auch sein, dass das irgendwie in der neueren Version mit drinne ist. Also ich habe eine... Ich habe San Andreas jetzt aus einer etwas neueren Version. Ich glaube, das ist aus der GTA-Trilogie. Da habe ich das drin, ne? Und nicht mehr die Originalversion von damals. Die habe ich hier zwar auch noch irgendwo rumfliegen, aber das macht ja jetzt auch keinen Sinn, dass man hier die Mission überspringen kann. Die Fahrten. Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ihr das früher auch hattet. Oder aktuell. Ich weiß ja nicht, wie, wann ihr das Spiel das letzte Mal gezockt habt. Also das interessiert mich jetzt mal ernsthaft. Genial. War ich nicht. So. Oh, das Motorrad fängt an zu schwanken. Das gefällt mir nicht. I thought you were king, Cupid. Nee, ich habe nur noch 55 Kugeln. Die brauche ich ja gleich noch. Ich hoffe ja nicht, dass OG gleich wieder am Rumbacken ist. OG-Bug. Eigentlich hätte die OG-Fail oder sowas reinpacken müssen. Aber das mit den Fahrten überspringen ist aber genial. Wieder ein Pluspunkt, warum ich dieses Spiel einfach nur genial finde. Es kann ja sein, dass sie das nachträglich irgendwie mit einem Patch reingepackt haben. Das kann ja sein. Weil bei GTA 4 geht das, das weiß ich. Aber bei San Andreas, ey. Oh, das wird mir so viel erleichtern in diesem Spiel. Und vor allem, nachdem ich das Spiel mal aus hatte, geht das dann noch. Oh, das ist super. Das ist genial. Fuck, nein! Nein! You want something, G? Boah, nee. Nicht durch sowas, brachiales. Egal, ihr wisst, was ich meine. Na, guck mal, selbst die schießen auf den. Das wäre so geil, wenn der irgendwie einen Unfall bauen würde, aber das glaube ich nicht. Das ist ja auch so eine geskriptete Verfolgungsjagd. So. Oh, dann könnten wir das sogar noch ganz passend schaffen. You know I love the dass ich nicht großartig überziehen muss. Hey, Baby, move those sweet cheeks. So. Jetzt sei dieses Fahrrad auf einmal im Weg. Nee, doch nicht. Sauber. Gotta show a little bit more enthusiasm, darling. Ja! Da versucht dieser Sack mich noch vom Motorrad zu holen. Wie pervers. Oh, verdammt. He's broken my heart. Get him, boy. Yo, I almost killed that loudmouth motherfucker. Your ass is mine. Oh, no, no, no. I didn't mean it like that. DJ, help me out here. Now, bitches, don't you say a damn thing, CJ. Wish you lonely, low. Hey, I like a nice mustache myself. I keep it real, unlike you fake ass motherfuckers. Come on, gangster, let's get back to the Grove. No, I can't. I gotta go and sign in for the. Das hatten wir eigentlich auch schon. Hey, take me to the burger shot in Marona Beach. You're the boss. Cause I'm keen with the hygiene on a mission like a super technician, baby. Komm, einsteigen. Boah, steig ein, steig ein, steig ein. Boah, du. Von wegen Gangster, du Scheiß. Boah, ekelhaftes Kind. So. Man, I got 17 on a hang. You could have did that out here. Because I did it in the joint, it's real now. Yeah, I guess it is. Gangster. Naja. Ist ja jetzt nicht so schlimm, wenn wir den Kerl wenigstens Zeile zum Burgershot bekommen. Ja, er darf nämlich bei einem McDonald's-Verschnitt arbeiten. Bei Burger King. McDonald's ist es ja nicht. Ist ja Burger Shot. Ich sag dazu jetzt Burger King.
So. Die Cutscenes konnte ich ja jetzt getrost überspringen, da wir die ja in der letzten Folge eigentlich schon gesehen hatten. Boah, sauber. Nee, ich fahr mal hier lang. Ich meine ja, die Sterne gehen weg, wenn wir beim Burger-Shot angekommen sind. Seit warum habe ich jetzt auf einmal wieder Munition? Ach, ich habe eine Uzi aufgenommen. Ja, wir fahren mal geradeaus. So kommen wir jetzt auch mal in den Genuss dieses schönen Stadtteils. Wir kommen so langsam in die Crème de la Crème von Los Santos. Da ist Clucking Bell. Merkt euch die Fastfood-Restaurants, die werden wir noch in den anderen GTAs oft genug sehen. Ich glaube, Burger Shot, den gibt es auch in GTA 4. Clucking Bell, glaube ich, aber auch. Naja, ich weiß es nicht genau. GTA 4 habe ich nur... Oh, verdammt, ich hätte abbiegen müssen. Egal. GTA 4 habe ich nur so nebenbei gezockt. Also da habe ich nicht wirklich auf die ganze Welt geachtet. Das ist hier schon in San Andreas relativ schwierig, da es halt so groß ist. Aber nee, bei GTA 4... Thanks for the ride, nee. DJ. Don't be a stranger, fool. Yeah, for sure. I'll see you around. Like a quarter pound. Later. Later. So, neuer Kontaktpunkt, OG Look. Heißt, wir können jetzt hier auch Missionen machen, aber das alles später. So. Mal eben hier Radio ausmachen, weil wegen Sound. Wo geht's als nächstes hin? Ach, ich hätte mir jetzt da... Ah, nee, habe ich eh noch nicht genug Geld für. Ich fahre jetzt speichern und dann war's das erstmal für diese Folge. Ach verdammt, ja, fahren muss gelernt sein. Oder auch nicht. Aber das hat es heute schon wieder gebracht, dass ich jetzt endlich weiß, oder dass ich weiß, dass es hier ein Feature gibt, womit man die Mission überspringen kann. Also ich meine, das gab es früher nicht. Oder ich weiß es eigentlich, weil sonst hätte ich das 100 pro Mal genutzt. Das habe ich nicht, sonst hätte ich mir wie oft Missionen wiederholen gespart. Das gab's damals 100 pro nicht. Naja, ich möchte jetzt aber nicht die restliche Folge noch auf diesem Scheiß-Thema. Boah, ja, ja. Ha, hast du, sag mal, hast du einen Arsch offen? Lass mich in Ruhe. Ja, so, sauber. Nein, ja, jetzt hab. Das ist jetzt wieder so ein Fall. So ein kaputter verfolgt mich. Boah, danke. Tö, lauf ich halt. Tschüss. Man kriegt kein Geld mehr für explodierende Autos. Verdammt, oh, und das ist Ballastgebiet. Ganz schnell weg hier. Ganz schnell weg hier. Das ist ein GTA, also klaue ich Autos. Raus mit dir. So. Immer Radio Los Santos. Das klingt immer noch so... Ja, doch, das kann man noch nehmen, Radio Los Santos. Immerhin sind wir auch in Los Santos. So, jetzt wird gespeichert. Und dann war's das auch erstmal wieder. Ne, ich nehme das obere. Nein, das obere. So. Gut, an der Stelle würde ich dann mal sagen, danke fürs Zugucken. In der nächsten Folge werden wir dann die nächste Mission bei Sweet machen, weil wir dann auch nochmal einen neuen Missionspunkt bekommen. Und dann haben wir auf jeden Fall eine gute Auswahl erstmal an Missionen. Gut, ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge. Tschüss!